anfangen? Ja, ich begrüße euch hier alle zur Krypto-Party von der Piratenpartei in Bremerhaven. Schon gleich am Anfang kann ich sagen, hier steht das WLAN-Passwort und entsprechend das WLAN. Hinten sind Getränke, falls man sich bedienen möchte. Und ja, fangen wir einfach mal an, machen wir diese Krypto-Party. Auslöser ist sicherlich vor allen Dingen der Prism-Skandal, NSA-Affäre und Tempora. Dinge, wo wir eigentlich einem Überwachungsstaat sehr nahe sind. Man möchte fast sagen, dass wir eigentlich in einem Überwachungsstaat sind. Denn damit, wo halt die Freiheit mit der Sicherheit stirbt, ist es einfach so, dass wir in einem Überwachungsstaat sind. Und damals, als wir noch gegen die Vorratsdatenspeicherung gekämpft haben und gedacht haben, das ist ja jetzt eigentlich, schlimmer kann es ja kaum werden, konnten wir uns kaum ausmalen, wie es jetzt momentan ist. Wir werden wirklich von vorne bis hinten jede Aktivität, die wir im Internet haben, wird überwacht und dagegen müssen wir uns wehren. Wie dieses Wehren geht, das erfahren wir hier bei dieser Krypto-Party. Thorsten wird referieren und sagen, wie man hier entsprechend sicher surft, entsprechend sicher E-Mail schreibt oder verschlüsselt chattet. Es werden Verschlüsselungs- und Verschleierungstechniken näher gebracht und das ist halt der Sinn der Veranstaltung. Viele werden sagen, beziehungsweise ich kenne einige, die sagen, Überwachung hat ja auch durchaus ihre positiven Aspekte, zum Beispiel für die Terroristenbekämpfung. Allerdings vergessen die Leute dann, dass wirklich jeder Mensch unter Generalverdacht steht und dass unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung in diesem Fall wirklich alles und jedes überwacht wird. Und das kann man so nicht tolerieren. Das hat auch dann nichts mehr mit einer funktionierenden und guten Demokratie zu tun. Letztendlich ist es dann auch so, dass einige sagen, ich habe ja auch nichts zu verbergen, was sollen sie mir denn antun? Dieses Argument, das ist schlichtweg falsch. Man möchte ja nicht auch jedem dahergelaufenen einfach mal sagen, hier ist mein Kontostand, bedien dich ruhig oder so. Das kann man ja auch herausfinden. Oder man bekommt ja auch schon ein mulmiges Gefühl, wenn man weiß, dass andere in den Browserverlauf schauen oder wissen, wenn man das Handy weitergibt, was man so geschattet hat. Letztendlich, wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man, wie unsinnig diese Aussage ist. Man möchte nicht überwacht werden, man möchte auch vor allen Dingen nicht, dass so stark in die Privatsphäre eingegriffen wird. Und demnach ist dieses Argument schlichtweg falsch. Hinzu kommt noch, dass man sich, wenn man komplett überwacht wird, auch komplette ironische Bemerkungen oder sowas im Chat beispielsweise ersparen kann. Es gab so viele Missverständnisse, wo irgendetwas behauptet wurde, das letztendlich sich aber nicht als die Wahrheit hinausstellte, aber dieser Mensch halt zu Unschuld verdächtigt wurde, beziehungsweise auch sogar untersuchungshaft gestellt wurde. Und da sieht man vor allem die Lücken dieser Totalüberwachung. Es kann so oft zu Missverständnissen führen. Man kann dann beispielsweise nicht, wer es dann auch möchte, wenn man irgendwie was schreibt bezüglich, dass man sich halt irgendwie... Es gab ein Beispiel auf Twitter, wo jemand geschrieben hat, mit dem Hashtag Destroy America. Das war allerdings darauf bezogen, dass er dort halt sich ordentlich betrinken wollte, einfach mal um die Kneipen ziehen wollte. Das wurde missverstanden und schon konnte er nicht nach Amerika einreisen. So entstehen so viele Missverständnisse und das ist definitiv nicht gut. Und aus diesem Grund ist auch diese Überwachung eigentlich nur negativ. Und wie man sich halt vor dieser Überwachung versuchen kann zu schützen, indem man halt Verschlüsselungstechniken oder Verschleierungstechniken mit Programmen und mit Software versucht, den Kommunikationsweg über das Internet verschlüsselt zu gestalten. Das erfahren wir jetzt und dabei wünsche ich einfach hier allen viel Spaß und ja, los geht's. Erstmal nochmal hallo und schönen guten Abend. Die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Thorsten Eggers. Meines Zeichens Piratensympathisant. Habe mich
beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Computern und Technik, Elektronik im weiteren Sinne. Was die Kryptographie angeht oder die Verschlüsselung und die Anfänge habe ich noch mitgekriegt damals, dass es losging in den 90er Jahren, habe ich das erste Mal auf dieses PGP gestoßen von Phil Zimmerman, der das dann über viele Umwege außer Landes geschafft hat, aus den USA, die das versucht haben zu verhindern, weil die das nicht unbedingt wollten, dass jeder verschlüsseln kann. Deshalb war sein Programm dann auch irgendwann PGP genannt, also Practical Privacy. Eine ziemlich gute Privatsphäre, die für jedermann nutzbar sein sollte. Also diese Technik der Verschlüsselung selber ist nicht keine neue Erfindung, die es auch nicht erst seit ein, zwei Jahren es gibt. Die gibt schon, wie gesagt, seit Mitte der 90er Jahre, ist sie frei verfügbar, wird aber oder wurde noch nie in Massen benutzt, sage ich mal. Dass die Menschen gesagt haben, oh, das ist eine tolle Sache, das nutze ich. Erst in den letzten Monaten und Wochen sind die Leute irgendwann aufgewacht und haben gesagt, oh ja, wieso werden sie da eigentlich überwacht? Und kann das, also jeder kann das mitlesen, das ist ja komisch. Und ja, das Verständnis war einfach nicht da dafür, dass die gesehen haben, dass alle Kommunikation im Internet halt grundsätzlich erstmal von jedem mitgelesen werden kann. Das nutzen natürlich nicht nur die Geheimdienste aus, sondern auch die Werbemittelindustrie, große Firmen, um halt Profile anzulegen von den Kunden und auch die Geheimdienste von ihren Mitbürgern. Profil, wenn wir heute halt, was wir heute machen wollen, ich will, was ich heute erzählen möchte, erstmal was grundsätzliche Sachen, also über Anonymität, wie weit die stattfinden kann im Internet. Anonymität im Internet ist immer so eine Sache, ich sag mal, hundertprozentig wird man sie nie schaffen, weil anonym ist man im Internet einfach nicht. Man kann versuchen, es grundsätzlich seine Spuren so gut wie möglich zu verwischen. Man kann versuchen, möglichst wenig von sich preiszugeben oder die Nachvollziehbarkeit seiner Datenspuren zu erschweren. Die Kommunikation selber, das heißt die Nachrichten, die ich mit jemandem austausche, sei es nun E-Mails oder sei es Chat-Nachrichten, da habe ich die Möglichkeit der Verschlüsselung. So, ich kann diese Nachrichten mit den eben genannten PGP oder den heutigen Nachfolger auch NUPG kostenlos verschlüsseln. Ist ein bisschen, also Kryptographie an sich ist ein bisschen komplexes Thema, aber es wird versucht mit dieser Software das relativ einfach für jedermann durchführbar zu machen. Ich will das heute auch nicht bis ins kleinste Detail erklären, sondern nur einen groben Umriss geben. Ich weiß nicht, wie weit das Grundverständnis hierfür da ist, von Computertechnik, von E-Mail-Verkehr, von Internetverkehr, kann das also einfach nur geben. Ich will jetzt erstmal nur am Anfang ein bisschen Überblick geben, was es da gibt, wie das ungefähr funktioniert, damit man in der Ahnung hat, was es da gibt. Und für mich selber persönlich ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur zur Verschlüsselung, sondern allgemein die Passwörter, die ich benutze. Das heißt, es gibt ja die schöne Passwort 1234 und solche Geschichten. Wenn man sowas benutzt, dann braucht man auch keine Verschlüsselung benutzen. Da werde ich zum Schluss noch ein bisschen überkommen. Ganz zum Schluss natürlich wollen wir ein bisschen Praxis machen. Das heißt, wenn jemand möchte oder Fragen hat, wie man sowas jetzt wirklich in sein System einrichtet, wie ich mein E-Mail-Programm einrichte, wie ich ein Chat-Programm einrichte, um verschlüsselte Nachrichten zu übersenden, das können wir dann machen. So, zur Anonymität. Wenn ich mich im Internet bewege mit meinem Browser, und irgendwelche Internetseiten aufrufe, hinterlasse ich eine Datenspur. So, diese Datenspur besteht erstmal einfach das, was der IP-Adresse ist. Die IP-Adresse macht mich selber identifizierbar. Die kriege ich von meinem Provider, also von dem, über den ich ins Internet gehe, zugewiesen. Und die hinterlasse ich bei all meinen Abfragen überall, welche Server man lässt. Dann ist es nicht nur die IP-Adresse, die ich relativ einfach verschleiern kann oder schwer nachvollziehbar machen kann. Erstmal dadurch, dass ich, wenn ich einen normalen Anschluss zu Hause habe, sowieso bei jedem neuen Internet-Einwahl neue IP-Adresse zugewiesen bekomme. Das heißt, nur der Internet-Provider weiß die Adresse und kann sie eventuell den Ermittlungsbehörden übergeben mit dem Nachfragen. Das war die Sache dieser Vorratsdatenspeicherung, dass man halt, sollten ja die Unternehmen angewiesen werden, diese Daten für ein halbes Jahr, was glaube ich, genau zu speichern. Das hier nochmal abgeben. Jetzt ist es nur so, dass die
nur noch Daten speichern dürfen, solange die zur Abrechnung gültig sind. Man muss die IP-Adresse verschleiern. Das ist sehr schön. Aber andere Sachen, es gibt so eine Art Fingerabdruck, die man von seinem ganzen Rechner noch hinterlässt. Das heißt, es gibt noch andere Möglichkeiten. Allein der Browser übermittelt die Internetseite noch Daten von seinem System. Das heißt, welchen Browser verwende ich? Was hat dieser Browser noch für, von mir aus für Zusatzprogramme installiert? Und diese Plugins? Was für eine Sprache habe ich mal im Rechner? Ist es Deutsch, Englisch, wie auch immer? Was für ein Betriebssystem verwende ich dazu? Ist es Linux? Ist es Windows? Ist es Apple? Mac? Was auch immer. Und diese einzelnen Daten zusammengerechnet ergeben schon ziemlich genau einen Fingerabdruck von, dem, von der Person, die diese Seite aufgerufen hat. Dazu kommt noch, dass Seiten noch den Verlauf, weil bis dahin die letzte Seite, von der der Rechner kommt. Das heißt, wenn ich vorher bei E-Mail war und jetzt zu Amazon gehe, dann kann ich natürlich sehen, woher wurde der weitergeleitet und woher kommt dieser Rechner. Und all diese Sachen, zusammen mit den Cookies, die natürlich die Seiten auch gerne ablegen auf den Rechnern, um seine Nutzerdaten wieder zu identifizieren, kriegt man schon ganz genau das Bild, wie hat diese Seite noch abgerufen. Da kann man an jeder einzelnen Stelle ein bisschen was machen, um sich ein bisschen eine Tarnkappe überzuziehen, wenn man es nicht möchte. Also die Sachen mit den Cookies und den anhand des Browser-Fingerprints die Menschen zu identifizieren oder die Kunden wieder zu erkennen, das machen ganz gerne die Unternehmen. Also mit den Cookies ist es ein ganz einfaches Beispiel, wenn man Amazon da und da irgendwas gesucht hat und beim nächsten Mal wieder neue Vorschläge bekommen, welches Buch man jetzt kaufen soll oder was auch immer. Da kann man ganz einfach die Cookies eigentlich erkennen. Und diese Daten sind natürlich nur von Amazon benutzt, sondern die Unternehmen sprechen miteinander noch, tauschen ihre Daten aus, sodass man, wenn man bei Amazon da was bestellt hat, dann plötzlich bei einem anderen Versandhaus auch Vorschläge kriegt von Sachen, die man vielleicht woanders gekauft hat. So sprechen sie miteinander. Ich sage, man sollte immer wieder selber, wenn man sich im Internet bewegt, immer wieder selber fragen, welche Sicherheit möchte ich haben? Man muss noch mal seine eigene Checkliste überprüfen. Wie viel Sicherheit will ich haben? Ich muss dann teilweise auch Abläufe hinterfragen. Was mache ich hier auf meinem Rechner? Wie installiere ich Sachen? Wie sicher ist das Ganze? Aus welcher Quelle komme ich zum Beispiel ein Programm, wenn ich das installiere? Wie sehr vertraue ich auf ein Unternehmen? Das heißt, wenn ich einen Google-Account anlege, um da Mails mit zu benutzen, muss ich dem Unternehmen ja schon ein großes Vertrauen entgegenbringen. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Dieses Vertrauen in das Unternehmen ist, denke ich mal, bei jedem oder bei mir persönlich sehr erschütternd in letzter Zeit. Wenn man so liest, wie die Unternehmen mit der NSA oder anderen Geheimdiensten zusammenarbeiten, muss man sich schon langsam fragen, lebe ich nicht schon einen Überwachungsstaat, wie William schon gesagt hat. Was wissen die schon alles über mich? Das sind diese Fragen dieser Big Data, das heißt, welche Daten werden überall von mir gesammelt, werden verknüpft, werden in irgendwelchen Datenbanken gespeichert. Ja, und Sicherheit gewinnen, man muss sich immer auch vor Augen führen, egal welches Sicherheitssystem ich hinterher benutze, dass Software immer fehlerbehaftet ist. Das heißt, es wird immer irgendwelche Hintertüren geben. Es wird die nicht unbedingt gewollt einprogrammiert wurden, sondern die aus Versehen in die Software einprogrammiert wurden und die dann ausgenutzt werden. Da gab es ja jetzt auch schon Veröffentlichungen auch von unserem geliebten Edward Snowden, der dann veröffentlicht hat, dass die Geheimdienste teilweise das Wissen über solche Sicherheitslücken auf dem Markt einkaufen, um zu wissen, wie die eventuell an Daten kommen können. Wenn die Sicherheit die als einziges Wissen was ausnutzen können, die Nutzer davon nichts wissen, fühlen sie sich in Sicherheit, aber in Wahrheit sind ihre liegenden Daten auch. Das mit dem Vertrauen ist auch eine Sache, wie weit vertraue ich der Software, das heißt auch dem Hersteller, wie weit vertraue ich dir meine Daten an? Das fängt an mein Betriebssystem. Nutze ich ein Betriebssystem, was zum Beispiel von Microsoft hergestellt wird, von Apple, von jemand
woanders, wer damit Geld verdient, wer die Software noch nicht offen tut. Ich weiß nicht, was in der Software passiert. Und deshalb bin ich auch selber ein großer Verfechter und auch Benutzer von freier Software. Also ich benutze Open Source Software ganz gerne, weil die ist auch nicht unbedingt frei von allen Fehlern. Ich will auch nicht sagen, behaupten, dass sie frei von allen Hintertüren ist. Aber wenn sie welche hätten oder jemand sie einprogrammieren würde, bin ich der festen Überzeugung, dass sie irgendwann entdeckt werden würden. Man kann sie, die Software ist halt auditierbar. Die liegt im Quellcode offen und gerade bei Betriebssystemen, keine Ahnung, bei Debian oder bei Linux-Betriebssystemen, anderen Derivaten, liegt die Software offen, wird von Hunderten von Programmierern gewartet weltweit und wenn es da Sicherheitslücken drin geben würde oder Code, der einem komisch vorkommt, der wäre irgendwann aufgefallen oder wird irgendwann auffallen. Bei einem Code, sei es für ein Betriebssystem, sei es für ein Mailprogramm, der nicht offen ist, da kann man halt nicht reingucken. Und wenn es halt jetzt ein amerikanischer Firma zum Beispiel ist, wie Microsoft, die dann vielleicht sogar verpflichtet sind, mit den Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, ohne es zu sagen, ist man ehrlich gesagt am Arsch. Dann ist man verraten und verkauft. Deshalb muss man diese ganze Abwägung, diese Fragen, die man sich selber stellen muss. Darum auch, auch wenn ich einen Browser benutze oder wenn ich ein Mailprogramm benutze, das Einfachste, was ich als Gegenmaßnahme machen kann, nicht immer das Ding mit den Standardeinstellungen benutzen. Auch freie Browser, zum Beispiel der Firefox, haben in den Grundeinstellungen nicht unbedingt datenschutzfreundliche Einstellungen drin, sondern die muss man auch erst aktivieren. Das habe ich einfach aus der Packung nehmen, sage ich mal, anschließend benutzen und ich freue mich, dass ich tolle Software benutze und die funktioniert schon, wie ich meine. Man muss schon mal in die Einstellung gucken. Das kann ich nicht einfach zeigen. Da gibt es ein paar einfache Häkchen, klicke ich, die man setzen muss, um schon ein bisschen an Sicherheit oder auch wieder Anonymität zu gewinnen. Dann gibt es gerade für den Firefox, also den Mozilla Firefox Browser oder auch für den Thunderbird Mail Client, jede Menge Plugins, die einem das Leben wieder einfacher machen oder das Leben sicherer machen. Die einen verhindern, dass man verfolgt wird, dass man die verhindern, dass unerwünschte Software in diesem Browser ausgeführt wird. Da gibt es so zwei, drei Plugins, die ich auch noch zeigen kann, die ich persönlich sehr gut finde und mit denen ich ganz gut fahre und mit denen ich relativ sicher fühle. Oder wieder ein Stück Kontrolle zurückgeben. Was ich vorhin schon angesprochen hatte, genau, dass die Firmen halt auch Daten sammeln, das können teilweise diese Plugins wieder verhindern. Das heißt, wenn ich so eine Internetseite aufrufe, ist nicht immer unbedingt nur die Webseite, die angezeigt wird, sondern im Hintergrund wird auch wieder diese Cookies von irgendwelchen Drittseiten geladen, die auf meinem Rechner gespeichert werden. Das sind diese schönen Tracker, da gibt es dann diese Werbeeinblendungen, diese Werbebanner. Die hinterlassen wir bei mir, die treten sozusagen mit, also zeichnen auf, welche Seiten ich besucht habe, welche Werbung ich mir angeguckt habe, welche ich irgendwie geklickt habe und sammeln die dann Daten für die Kunden. Das können wieder teilweise die Plugins, die das installieren kann, verhindern. Wenn ich mich nun anonymer bewegen will, da gibt es so dieses Tor-Programm, nennt sich das, oder dieses Tor-Netzwerk. Tor. Das ist eine Abkürzung für so Anonymouter. Ist ein Netzwerk, in dem meine Anfrage durch dieses Netzwerk geleitet wird. Also das Netzwerk besteht aus Rechnern, aus meinem eigenen Rechner und noch vielen anderen verteilten Rechnern, die diese Software laufen haben. Und ich stelle nur meine Anfrage nicht mehr an das Rechner des offenen Internets, sondern innerhalb des Netzwerks. Meine Anfrage wird weitergeleitet, und diese kleinen Pünktchen sind diese vollen Rechner innerhalb des Netzwerks. Die Anfrage wird innerhalb des Netzwerks weitergeleitet, kriegt von jedem Netzwerk, von jedem Punkt zum anderen praktisch eine neue Adresse und wird dann bis zum Ziel weitergeleitet. Der Ziel, die Antwort vom Ziel geht wieder über andere Rechner, also der Weg ist wieder mal ein anderer sein. Deshalb kann man darüber sein Fußabdruck, also der IP-Adresse, verschlüsseln oder verschleiern. Ein großer Land ist der Verkehr innerhalb des Netzwerks. Wenn ich das so aufbaue, sind die Anfragen
innerhalb des Netzwerks verschlüsselt. Aber sobald die Anfrage rausgeht aus dem Netzwerk, muss ich das Internet anfragen. Das heißt, ich will eine Seite aufrufen, eBay. So, weil es ist ganz geheim, niemand soll das wissen, was ich da suche, mache ich das über mein Tor-Netzwerk, schicke die Anfrage los, gebe mich in den Rechner und einer dieser Rechner ist ein sogenannter Exit-Node, also der den Zugang zum Internet darstellt, der die Anfrage wirklich an den Internet-Server weiterbringt. Diese Anfrage ist dann nicht mehr verschlüsselt. Die geht ganz normal raus, als wenn ich die von der Schädler geschickt hätte. Auch die Antwort zurück ist nicht verschlüsselt. Erst wieder, wenn die das Netzwerk erreicht und wieder zu meinem Rechner zurückgeleitet wird, ist dann wieder verschlüsselt. Rein theoretisch wäre es dann möglich, wenn ein Angreifer da sitzen würde, zum Beispiel die NSA, die so einen Exit-Node betreibt, wenn ich darüber gerade rausgehe, würde ihm das natürlich mitschreiben. Dann ist das schon, ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Die Frage ist, wie viele Exit-Nodes hätte der Angreifer übernommen, wie viel kann er überwachen, dann könnte er eventuell meinen Verkehr mitschneiden. Deshalb ist auch, wenn ich so ein Netzwerk benutze, wenn ich vertrauliche Sachen ermitteln möchte. Eine E-Mail-Anfrage wird es nicht unbedingt sein, aber wenn ich eine Mail verschicke darüber, sollte die immer noch verschlüsselt sein. Nochmal zusätzlich, dass die wirklich zum Ende, also von mir, vom Absender bis zum Empfänger, verschlüsselt bleibt. Dann nützt es auch demjenigen nicht, der am Exit-Node sitzt, der eine verschlüsselte Nachricht und kann das einfach. Was diese ganze Verschlüsselung, Verschleierung nicht leisten kann, ist ja auch das, was man so anprangert, sind diese berühmten Metadaten. Das heißt, alle Daten, die sonst noch mit so einer Nachricht geschickt werden. Das heißt, von wem kommt sie, wo geht sie hin, wer ist der Empfänger, wann wurde die verwendet, wie oft. Das werden ja Daten gesammelt, die nicht nur eigentlich den Inhalt der Nachricht, sondern es gibt diese Verbindungsdaten, die natürlich auch schon viel darüber aussagen, wer hat mit wem Kontakt. Teilweise diese Betreffs in den E-Mail-Adressen sind auch nicht verschlüsselt. Worum geht es da eventuell? Wer hat mit wem, mit welchen Netzwerken bilden sich da vielleicht, wer kennt wen, über verschiedene Netzwerke, da kann man hübsche Grafiken aufmachen, wer mit wem Kontakt hat. Wieder das, sowas, das Nutzen von diesem Tor-Netzwerk oder Tor-Router, bringt einem schon ein gewisses Maß Anonymität, ein gewisses Maß an Sicherheit, aber halt muss man im Hinterkopf behalten, dass es nicht irgendwie hundertprozentig wie jede Sicherheit. Verschleiert. Und wenn ein Angreifer entsprechende Ressourcen aufwendet, wird er trotzdem nicht überwachen können. Obwohl es schwieriger wird. Und noch so ein Nachteil von so einem Netzwerk, man soll nicht erwarten, dass man darüber diesen Datenmengen untersaugen kann, um euch illegale Downloads zu machen oder sowas, wenn jemand das vorhat, das wird ziemlich zäh. Weil diese Anfragen werden alle komplett durchs Netzwerk geleitet und das ist eine relativ kleine Bandbreite, die ist. Also um die Webseite aufzunehmen, okay, um Daten unterzuladen. Man kann es versuchen, auch noch gewöhnt haben. Deshalb ist es auch eine Alternative, wenn man ein bisschen Sicherheit erkaufen will. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist halt verschlüsseln. So. Jetzt will ich eine Nachricht verschlüsseln. Da komme ich immer zu einem Dilemma. Sage ich das immer. Ich habe eine Nachricht und ich verschlüssel die. So, es gibt alte Uhrzeit gab es schon, weil die Ägypter haben das schon gemacht. Haben Nachrichten verschlüsselt und haben immer das Problem, okay, ich kann die Nachricht verschlüsseln, welchen Schlüssel auch immer, ob es ein mechanischer ist oder irgendeine Form von mathematischer Verschlüsselung. Ich muss ihm die Nachricht geben und ich muss ihm den Schlüssel geben, mit dem man die verschlüsseln kann. Ist ein Problem. Also ich muss, den Schlüssel muss ich ja auch sicher kriegen, damit jemand abfangen kann. Und da habe ich dann das Problem, wie kann ich sicherstellen, dass ich den Schlüssel ohne dass jemand auslässt. Deshalb dann immer mal schlaue Köpfe und Gedanken gemacht darüber, über dieses Public-Key-Verfahren. Das nutzt auch PGP. Und zwar wird da immer ein Schlüsselpaar erstellt. Man erstellt einen Schlüssel, der aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel besteht. Der öffentliche Schlüssel ist der, den ich weitergebe an meinen Empfänger. Den kann jeder haben. Also mit diesem Schlüssel kann niemand meine Nachricht entschlüsseln. Das Einzige, wofür der öffentliche Schlüssel da ist, damit verschlüssel ich die Nachricht. Deshalb gibt es auch diese Schlüsselserver, das ist mal diese Weltkugel, wo man seinen Schlüssel dann veröffentlichen kann. Weil wenn jemand eine Mail schreiben möchte, muss er den Schlüssel natürlich, den öffentlichen Schlüssel.
entweder schicke ich ihm den oder er geht auf so einen Schlüsselserver, sucht nach meiner E-Mail-Adresse und dann kriegt er meinen Schlüssel. Legt ihn runter, seine E-Mail guckt an, verschlüsselt die Nachricht und auch er selber kann diese Nachricht nicht mehr lesen. Die ist für ihn verschlüsselt. Aus vorbei. Schickt sie los, ich bekomme die Nachricht und habe dann meinen privaten Schlüssel und kann diese Nachricht wieder entschlüsseln. Man kann also schön sehen, diesen kleinen Tresor, der zwei Schlösser hat. Und zwar einmal der öffentliche Schlüssel, schließt das Ganze zu. Und mein privater Schlüssel, den ich bei mir noch bei mir habe, auf meinem Rechner, der auf meinem Stick ist, mit dem kann ich den Tresor wieder öffnen und die Nachricht auch wieder lesen. So läuft dieses ganze Verfahren. Das ist natürlich praktisch, gerade war es die Zeit des Internets, den Schlüssel zu verteilen. Man musste also nicht mehr zu jemandem hinfahren, USB-Stick oder CD geben, hier mal Schlüssel, dann kannst du verschlüsseln, sondern er kann es öffentlich über das Internet runterladen, deshalb öffentlicher Schlüssel. Damit kann niemand was anfangen. Außer verschlüsseln. Rein technisch sieht das ein bisschen kompliziert aus, ist aber, muss man sich gar nicht umkümmern. Also auf dem Verschlüsselungswege wird ein Schlüssel nochmal auf dem Backend erzeugt, wird die öffentliche verschlüsselt, die Nachricht wird zusammengefügt, wird verschickt. Und auf entgegengesetzten Wege wird das Ganze wieder auseinander dividiert. Mit dem privaten Schlüssel wird dieser generierte Schlüssel, der von dem Empfänger generiert wurde, wieder hergestellt und die Nachricht kann wieder gelesen werden. Das läuft aber alles im Hintergrund ab, muss man sich keinen Kopf drum machen. Über diese Verschlüsselungstechnik an sich kann man ganze Bücher darüber lesen. Also Kryptographie, das sind alles wirklich vereinfacht dargestellt. Die ganzen mathematischen Prozeduren, die dahinter sind, ist rarer Tobak. Dieser Angriffspunkt, den es da noch gibt, also verstehe ich auch schon mal gut. Und jetzt, was heute wieder gelesen habe, ist immer dieser Knackpunkt, ist dieses Generieren des zufälligen Schlüssels. Oder was alle Schlüsselgeneratoren brauchen, ist eine Zufallszahl. Oder mehrere Zufallszahlen. Und Computer haben das Problem, diese Zufallszahlen, die sie erzeugen, sind nicht unbedingt zufällig. Das ist schwierig, sowas zu erzeugen. Jetzt heute kam wieder die Meldung hoch, dass Forscher das vielleicht theoretisch nachgewiesen haben, dass es möglich wäre, Computerchips dahingehend zu manipulieren, dass sie halt nicht so genaue Zufallszahlen erzeugen. Gerade in dem Sinne war es mit Intel zusammen, wo Intel hat das auch erfunden, jetzt würden die tun. Ist auch wieder ein Ansatzpunkt, eine wilde Verschwörungstheorie, der man folgen kann. Aber momentan würde ich dann nichts ausschließen, was passieren kann. Also diese Erzeugung von Zufallszahlen, wenn die auch nicht richtig in der Software implementiert ist, heißt, wenn ich eine Software nutze, die das nicht richtig macht, ist mein Schlüssel wertlos. Dann ist er zwar immer noch verschlüsselt, aber ich kann ihn relativ einfach wieder herstellen. Das heißt, ich muss wieder dieses Vertrauen, was für eine Software benutze ich. Ich muss Vertrauen in die Software haben und ich muss mal sehen, dass ich die auch richtig einsetze. Und wo ich zusehen muss, dass ich die richtig einsetze, weil wenn ich so einen Schlüssel erzeuge, und ich am Anfang schon sagte, das Passwort. Also das ist eine schöne Wolke, die ich da gefunden habe, die beliebtesten Passwörter 2012. Jeder von euch benutzt auch so ein Passwort. Wunderbar. Kann den Schlüssel noch mehr wegschmeißen. Also der Schlüssel oder das Passwort, weil diesen Schlüssel, den ich wieder erzeuge mit meinem E-Mail-Programm, mit PGP, den sichere ich noch mit dem Passwort ab. Weil wenn jemand den Schlüssel klaut, wenn mein Rechner kommt abhanden, muss er immer noch dieses Passwort wissen, um den Schlüssel zu benutzen. Wenn das natürlich 1, 2, 3, 4, 5 ist, dann ist das nicht ganz so schwer. Deshalb wollte dieses Passwort schon eine gewisse Komplexität haben. Komplexität von Passwörtern, wie man sehen kann, wie schnell man Passwörter entschlüsseln kann oder rausbekommen kann. Das geht relativ fix. Also diese Angabe der Rechenzeit. Also gut vor das Angriff ist, sagt man, über hohe Gewalt. Das heißt, wenn ich wirklich alles durchprobiere, das glaube ich, ist egal vom letzten Jahr. Also man kann jetzt davon ausgehen, dass es doppelt bis dreimal so schnell sind. Und dafür müsste ich am heutigen aktuellen Grafikkarte kein Problem. Das heißt, ein einfaches 6 oder 7 Zeichen Passwort, aber ohne Sonderzeichen,
bin ich relativ fit. Und das mit Lehrgang zu stellen. Also, wo man sagt, das ist, was ich auch benutze, sind mindestens 10-stellige Passwörter, 10 im besten oder 12. Bei extremen oder wichtigen Daten, die man hat, sagt man auch, also gerade bei Verschlüsselung von Dateien, also Truth-Containern, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, sagt man mindestens 20 Zeichen. Das ist erstmal safe. Wie lang das sicher ist, kann man sich selber ausrechnen, wie weit die Entwicklung fortschreitet. Bei noch 10 Jahre, 20 Jahre, in der Doc irgendwann die viel gelobten Quantencomputer irgendwann kommen, dann sind wir alles nicht fertig. Da muss man sich was Neues erstmal lassen. Ich glaube, für die nächsten Jahre ist man da etwas fehlt. Wir haben ein einfaches Passwort, selbst wenn es relativ komplex ist, also unter 7, 8, 9 Zeichen, sollte man sein lassen können. Dann kann man es mit der Verschlüsselung auch sein lassen. Ja. Grundsätzlich gibt es eine hübsche Seite, diese Prism-Welt, wo man alles mögliche Alternativsoftware vorgestellt bekommt, die es gibt, die empfohlen wird, um halt sich selber zu schützen. Und dieses Zitat habe ich, das habe ich gestern noch gefunden. Das war von der Bruce Schneier. Und die Sachen mit den hintertönigen Chips. Es ist wirklich so, es ist zwar eine Verschwörungstheorie, man da vielleicht aufbauen kann, aber man hat halt keine Ahnung mehr, wem oder was man vertrauen kann. Das soll erstmal ein grober Umriss sein, und danach, okay, was auch noch als Thema hätte, ist vielleicht dieses Chatten bzw. auch Online-Telefonie, eventuell Alternativen, aber da für alles findet man Alternativen auf prismblade.org. Da gibt es mal eine deutsche Version von der Seite, aber ich glaube, die englische ist mal aktueller. Die Programme, die dort gefunden werden. Da gibt es für alle möglichen Anwendungen, die man im Netz hat, sei es im Mail, sei es im Browser, sei es Online-Telefonie, Chatten, eine Alternative, die empfohlen wird, die halt frei ist. Das heißt, die nicht, wo der Code halt offen liegt, wo der Code nicht einer Firma gehört, die eventuell einer amerikanischen Firma ist, die unter dieses ominöse Gesetz fällt, alle Daten zu übergeben oder was zu sagen. Das sollte mir, sei es mal bei einem Oberabriss über Verschlüsselung. Worum geht es da überhaupt? Und was ist möglich? Ich denke mal, wir können, wenn ihr Lust habt, das vor euch installieren. Wenn jemand was braucht, genau jetzt. Jetzt kommen wir zu einem Praxisteil. Das ist eine kleine. Also wer sich damit auskennt, wer schon Erfahrung hat mit irgendwelchen Verschlüsselungssachen, das soll ja nun auch nicht nur ein stumpfer Vorschlag hier sein, sondern wir wollen eventuell, dass ihr seht, dass wir das bei euch installiert kriegen und wie einfach das in Anführungsstrichen ist. Sonst war es das erstmal von meiner Seite. Trotz noch Fragen dazu? Ja. Zum ganzen Thema. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war jetzt Ihr Vortrag eigentlich sehr spezifisch bezogen auf das Thema Pretty Good Privacy. Es gibt aber doch auch Alternativen. Es gibt doch einmal zum Beispiel diese australische CAZ, die als Signaturanbieter